Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schaue ich mir das Elektroauto der Deutschen Post an. Oder besser gesagt vom Tochterunternehmen Street Scooter hier aus Aachen. Bei mittlerweile über 5000 Fahrzeugen, die sich im Zustellbetrieb befinden, hat bestimmt schon jeder ein solches Exemplar in den Postfarben gesehen. Nun werden die Autos aber auch im freien Verkauf in unterschiedlichsten Ausführungen angeboten. Und deswegen schaue ich mir heute das Auto mal genauer an. Viel Spaß! Street Scooter ist aus einer Forschungsinitiative der RWTH Aachen entstanden und wurde im Jahr 2014 von der Post gekauft, um ihre Flotte zu elektrisieren. Nun werden täglich in den Werken Aachen und Düren zusammen über 50 Fahrzeuge vom Typ Work und der gestretchten Version Work XL hergestellt. Die Fahrzeuge ziehen, wie der Name schon vermuten lässt, ausschließlich auf die Nutzfahrzeugsparte ab. Deswegen werde ich ein solches Werkzeug auch eher aus unternehmerischen Gesichtspunkten reviewen. Denn bei Unternehmen kommt es auf günstige Gesamtkosten an, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Dabei möchte man mit branchenspezifischen Aufbauten für Großabnehmer punkten. So wurden schon Aufbauten als Kühl- und Pritschenwagen, aber auch ein Gartenauto für Kommunen hergestellt. Mein Testwagen ist die Standard-Work-Ausführung mit einem Listenpreis von beeindruckenden 41.000 Euro. Dieser wurde mir übers Wochenende kostenfrei zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an Street Scooter. Das Ladevolumen der Box beträgt 4,3 Kubikmeter. Bei Fahrzeugabmessungen von 4,71 m x 2,09 m. Die Reichweite mit dem 20 kW starken Akku beträgt ca. 80 km. Aber für 6.000 Euro Aufpreis erhält man eine 40 kWh Batterie und kann die Reichweite auf 160 km verdoppeln. Leider werden Akku und der 48 kW starke Motor nur passiv gekühlt. Die Karosse besteht komplett aus Kunststoff und durch die auch noch ziemlich schlechten Spaltmaße ergibt sich erstmal ein minderwertiger Eindruck. Vorteilhaft ist aber, dass man dadurch Gewicht und Kosten sparen kann. So soll ein Kotflügel nur 120 Euro kosten und durch die direkt sichtbaren Verschraubungen eine Reparatur auch schnell vonstatten gehen. Ansonsten gefällt mir die markante Front sehr gut. Das Tagfahrlicht ist LED, Scheinwerfer aber normales Leuchtmittel. Fun Fact: Das ZG auf dem Nummernschild steht übrigens für das Firmenmotto Zeitgeist. Auf der Fahrerseite befindet sich der Ladeanschluss. Und so gar nicht mit dem Zeitgeist ist die einphasige Schnarchladung mit nur 3,6 kW. So braucht der 20 Kilowattstunden Akku fast 8 Stunden und die 40 kW benötigt ca. 14 Stunden. Ich verstehe zwar, dass im speziellen Postalltag das ausreichend ist, aber come on, für andere Einsatzgebiete sollte man doch wenigstens optional ein 3-Phasen 11 kW Ladegerät mit anbieten. Fehlanzeige. Der Laderaum verfügt seitlich über Schiebetüren und hinten über eine gigantische Kofferraumklappe. Durch den extremen Leichtbau können maximal 720 Kilogramm zugeladen werden. Die Box wirkt aber nicht sonderlich stabil, so befinden sich schon Katschen in den Seitenwänden und für Einbrecher sollten die Türen leider auch kein wirkliches Hindernis darstellen. Mein Testexemplar verfügt über einen Sortimo-Innenausbau. Das sieht schick aus, ist aber nicht serienmäßig verfügbar und von daher nur als Demonstration gedacht. Die Innenmaße der Box sind 2,6 m x 1,73 m x 1,15 m. Gefallen hat mir die helle LED-Innenbeleuchtung und die angenehm hohe Ladeschwelle, obwohl man bei der Umsetzung aber auch gleichzeitig Platz unterm Auto verschenkt. Das ist schade, Optionen wie zum Beispiel ein Ersatzrad, Staufächer oder eben einen größeren Akku gibt es dafür nicht. Auch hätte ich mir noch ein bisschen mehr Fantasie bei der Innenausstattung gewünscht. Türfächer, Lüftungen oder eine 230 Volt Steckdose findet man leider nicht serienmäßig vor. Die Rückfahrkamera bietet durch den Weitwinkel eine gute Übersicht und ist für den Kfz-Bereich sogar im Dunkeln ansehnlich. Leider sucht man Ultraschall-Abstandspiepser, genau wie eine Anhängerkupplung, vergebens. Schade, gerade die Anhängerkupplung wäre im Arbeitsumfeld doch ein großer Nutzen gewesen. Aber wenigstens setzen die Rückleuchten voll auf LED-Technik. So, jetzt aber genug genörgelt. Wie fährt sich denn ein solches Nutzfahrzeug mit Elektroantrieb? Für den Postbetrieb sind die Türen mit einem Stahlrahmen verstärkt und die überdimensionalen Scharniere sind für 1 Million Öffnungen konzipiert. Stopp, nochmal zurück. Denn auch die wirklich bequemen Sitze wurden für ein ständiges Ein- und Aussteigen angepasst. So ist die Wulst für den Seitenhalt auf der Fahrerseite nicht vorhanden. Ja, das Cockpit ist natürlich ziemlich übersichtlich aufgebaut. Hier finden wir nur die wichtigsten Bedienelemente, die wir brauchen.
Wir haben elektrisch verstellbare Außenspiegel, die auch beheizbar sind. Wir haben eine beheizte Frontscheibe. Und seit neuestem gibt es halt auch eine Heizung in den Street-Scootern und eine Sitzheizung auf dem Fahrersitz. Komplett ausreichend für als Nutzfahrzeug. ABS, ESC, Fahrer-Airbag, Servolenkung und elektrische Fensterheber gehören wie das Infotainment-System zur Serienausstattung. Aber wie so oft im Kfz-Bereich ist auch hier das Android-Tablet so schwach, dass die Menüs viel zu träge laufen. So habe ich die Navigation gar nicht ausprobiert. Wenigstens konnte ich mein Handy via Bluetooth verbinden, um die wirklich gute Freisprecheinrichtung zu testen und Musik vom Handy zu streamen. Was mich stört, ist, dass die Bedienelemente nicht miteinander vernetzt sind. Für jede Funktion wurde ein separates Gerät eingebaut. Mal sind es Kippschalter, Buttons, Touchscreen oder ein Drehknopf, anstatt möglichst viele Funktionen in ein Gerät zu packen. Das ist sowas von, ich sag mal, Auto 1.0 und führt dazu, dass die Rückfahrkamera keine Begrenzungslinien anzeigt, da sie dafür ja eine Verbindung mit der Lenksäule haben müsste, um zu wissen, in welche Richtung die Räder einschlagen. Oder das Ladegerät kann nicht in der Leistung angepasst werden und auch keine Ladelimits gesetzt werden, weil auch hier keine Vernetzung miteinander gegeben ist. Fahrtechnisch macht der Wagen aber richtig Spaß. Durch den geringen Achsabstand ist das Handling gerade in der Stadt einfach, da das lange Hinterteil nicht so sehr abkürzt. Der E-Motor mit einer Dauerleistung von 38 kW bzw. 51 PS geht ordentlich ab und übertrifft meine Erwartungen an ein solches Nutzfahrzeug. So fährt man in der Stadt erstmal allen davon. Naja, typisch für ein Elektroauto. Man könnte auch auf der Autobahn oder Landstraße besser mithalten, wenn der Wagen nicht auf 95 km/h gedrosselt wäre. Auf dem kleinen runden LCD-Tacho können die wichtigsten Infos wie Energiefluss, Geschwindigkeit, Kontrolllampen und die Reichweite abgelesen werden. Cool ist auch der automatische Dark Mode, wenn man das Fahrlicht einschaltet. Doch, jetzt muss ich nochmal zum Thema kommen, was das Fahrerlebnis etwas trübt, ist die schlechte Verarbeitung vom Interieur. Und versteht mich nicht falsch, bei einem Arbeitsauto muss nicht alles perfekt verarbeitet und hochwertig sein. Aber es ist doch erstaunlich, wie ein Auto, was 40.000 Euro aufwärts kostet, in Deutschland gebaut und an der RWTH Aachen entwickelt wurde, so schlechte Qualitätsstandards hat. Zum Beispiel wird die Klappe vom Sicherungskasten lediglich mit Klettband befestigt und ist während der Fahrt mehrmals abgefallen. Die billig wirkenden Fußmatten passen nicht mal richtig und rutschen auf dem Boden hin und her. Das Armaturenbrett besteht aus einem riesigen Hartplastiklappen und die Verkleidung der Handbremse war bei meinem Testwagen lose. Wenn man über Schlaglöcher fährt, klappert es zudem im gesamten Innenraum. Ebenso fangen die Türverkleidungen an zu brummen, wenn man mal lauter Musik hört. Oh Mann! Das macht das Fazit so schwierig. Ich denke, die Post hat sich mit Street Scooter einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz erschaffen. Mit der Fahrzeugproduktion im eigenen Haus ist man unabhängiger und kann mit den etablierten Fahrzeuglieferanten aus einer besseren Position verhandeln. Auch ist der Anwendungsfall im Postbetrieb ziemlich extrem und bietet mit dem Elektroantrieb viel Potenzial zum Sparen. Zumal die Herstellungskosten für die Post selber natürlich niedriger als die 40.000 Euro plus ausfallen sollten. Um die Autos aber in signifikanter Stückzahl zu verkaufen, ist meiner Meinung nach die Ausstattung zu wenig und der Preis von 40.000 Euro zu hoch für einen wirtschaftlichen Einsatz. Zwar gibt es für Unternehmen zahlreiche Fördergelder, ich denke allerdings, dass selbst durch Steuergelder andere der Einsatz selten aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten geschehen wird, sondern immer sehr stark von ideologischen und öffentlichkeitswirksamen Punkten getrieben sein wird. Aber lasst uns gerne mal in den Kommentaren darüber diskutieren, wie ihr das seht, vielleicht sind auch Unternehmer dabei, die ihre Erfahrung mit dem Auto teilen können. Für die Drohnenfans unter euch, die Aufnahmen sind dieses Mal alle mit der Mavic Pro entstanden. Wenn ihr noch mehr Informationen zum Auto oder meinen Drohnen haben möchtet und meine Arbeit auf diesem Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch meine Videos und nützliche Gadgets, die euer Auto technisch aufrüsten. Nachdem die Post Street Scooter gekauft hat, hat die RWTH direkt ein neues Elektroauto-Startup gegründet, nämlich die Firma Ego. Und da kann ich euch schon so viel zu sagen, ich bin dran, ein Auto zu bekommen, dass ich auch darüber ein Video machen kann. Also abonniert gerne den Kanal. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!